Ah, das war eine Begrüßung. Das erste Mal bei Kabarett aus Franken, habe ich mir gedacht, ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen vorstellen, so gebürtig, das macht man ja, ne? Machen wir so ein bisschen, ich bin der Tanschala. Ich, ja, gut, wir müssen drüber sprechen, ganz kurz. Wie ihr sehen könnt, hat mich das Schicksal leider nicht besonders gut behandelt. Ich bin von Geburt an gehandicapt und da drüben, ihr könnt mich auch alle gut sehen. Ja, dann wisst ihr wahrscheinlich auch, wovon ich spreche. Richtig, ich bin Türke. Und, ja, es ist hart, ich komme aus Hildesheim und bin Rollstuhlfahrer. Hallo, kann ich mal ein bisschen Mitleid kriegen, bitte? Oh. Ja, anscheinend wart ihr noch nie in Hildesheim. Es ist hart. Türke, Hildesheimer, Rollstuhlfahrer. Ich bin quasi so eine Art Schweizer Taschenmesser der Minderheiten. Und ich habe einen sehr guten Freund, der hat Theologie studiert und hat vor einer Woche seinen ersten Handyladen eröffnet. Ich war bei der Eröffnung dabei und er hat mich gesehen und das Studium holt ihn auch immer wieder ein, das merkt man. Als er mich gesehen hat, sagt er, weißt du was, Tan, wenn du einen Handyvertrag hättest, dann hättest du eine Randgruppen-Flatrate. Da sage ich, weißt du was, so schlimm ist es gar nicht, die Auftragslage ist richtig gut, guck mal, nächste Woche bin ich bei Kabarett aus Franken. Gut, der Sender ist natürlich auch nicht doof hier, ne? Die müssen sich auch irgendwo Geld sparen und denken sich, ach warte mal, wenn wir den Tan buchen, dann haben wir den Quotenbehinderten und den Quotenkanacken in einer Person abgedeckt, zack. Wenn ich jetzt noch transsexuell wäre, ne, dann wäre die ganze Nummer hier gar nicht mehr zu stoppen. Ich weiß, das ist hart, ich weiß, aber es ist verwunderlich, was man so für Fragen kassiert, nur weil man auf vier Rädern unterwegs ist. Es ist der absolute Wahnsinn. Ihr kennt das bestimmt auch. Ihr habt bestimmt Verwandte, Bekannte, die stellen euch Fragen, da denkt ihr, wie zieht der oder die sich eigentlich morgens allein die Socken an, oder? Ja, das habe ich auch. Klassikerfrage als Rollstuhlfahrer. Sind Rollstuhlfahrer heute eigentlich hier? Einmal kurz aufstehen, bitte. Nein, keiner da. So, kennt jeder Rollstuhlfahrer, mitten auf der Straße, wildfremde Menschen kommen auf mich zu. Entschuldigung, da drüben auf der anderen Straßenseite ist auch ein Rollstuhlfahrer. Kennen Sie sich? Ja, kann man super darauf antworten, indem man sagt, tja, die dämliche Frage hat mir gestern auch schon mal einer gestellt. War das Ihr Bruder? Ja, das ist Regionali. Es ist unglaublich, wie viele Menschen wirklich glauben, dass wir Rollifahrer uns untereinander kennen. Ja, die denken auch, wenn wir uns begegnen, dass wir uns grüßen. Ja, wie die Motorradfahrer, genau. So, hallo? Ja, pass auf, mache ich auch. Also wenn ich zum Beispiel, ich mache das aus anderen Gründen als die Mopedfahrer. Also wenn ich einen anderen Rollstuhlfahrer sehe, dann sage ich mal, hey Kollege, auch Rollstuhl, ja scheiße, aber nicht aufgeben, immer weiterkämpfen. In Wirklichkeit denken wir aber, warum hat der bessere Speichen als ich? Bei welcher Krankenkasse ist der denn? Ja, Stuhlneid. Und der König dieser wirklich super intelligenten Fragen ist mir letztens begegnet, in Köln, in der Fußgängerzone. Gut, ist die Frage, sollte man als Rollstuhlfahrer überhaupt in die Fußgängerzone, aber das ist wieder ein anderes Thema. Und der kam dann auf mich zu, ich habe so im Schaufenster eine tolle Jacke gesehen, habe lange überlegt, soll ich die kaufen, und der kam so, der hat mich so peripher, habe ich das gesehen, hat mich beobachtet. Und der kam dann, das war so ein richtiger Kölsche Jack, so Typ Peter Lustig, kam auf mich zu und verzeiht mir, dass ich diesen rheinischen Dialekt nicht so gut nachmachen kann, aber der hat zu mir gesagt, hör mal, mein Junge, ich hab dich von da drüben beobachtet. Du machst eigentlich einen ganz sympathischen Eindruck. Hast du denn schon mal versucht zu laufen? Ja, musst du erst mal drauf kommen. Ich so, ey, du bist super. Da muss, nee, bis jetzt noch nicht. Aber versuchen kann man's mal. Ja, ich sag, komm mal mit, du bist ein guter Typ, mit dir gehe ich was trinken. Dann sind wir in Köln, ne, haben wir irgendwie eine gute Bar gesucht. Muss natürlich gucken, komme ich überall gut ran. Ganz wichtig ist für mich die Frage, haben Sie hier Rollstuhlfahrertoiletten? Wenn nicht, wie groß sind Ihre Mineralwassergläser? Genau. Und hier, mein neuer Kollege Peter Lustig, auch viel mutigere Fragen gestellt. So Fragen, die auch wirklich interessieren. Da fragt er mich aus dem heiteren Himmel, sag mal, Tan, Sex mit Rollstuhl, geht das überhaupt? Ich sag, keine Ahnung, hat mein Stuhl noch nie gebumst. Ja, sagt er, nein. Er sagt, nein. Das, um Gottes Willen, das meine ich doch gar nicht, sagt er. Aber lernst du viele Frauen kennen, hat man oft Sex. Und Freunde, wenn ich gefragt werde, ob ich oft Sex habe, muss ich immer so ein bisschen an meine Lieblingsfilme denken. Kennt ihr noch die Rocky-Filme? Rocky 1, ganz berühmtes Zitat, wo der Trainer zu Rocky sagt, einen Tag vorm Kampfabend, damit er enthaltsam bleibt. Junge, Bumsen macht die Beine schlapp. Ja, da bekommt der Begriff Tannennummer eine ganz neue Bedeutung, Freunde. Ja. Und die beste Frage kam zum Schluss, da dachte ich, wow, das erzähle ich auf jeden Fall heute hier, denn das ist vielleicht auch ganz interessant, um aufzuklären. Sag mal, Tan,
darfst du eigentlich betrunken Rollstuhl fahren? Und ich sage, nein, Peter. Die Polizei hält mich dann an und untersagt mir die Weiterfahrt. Und ich muss dann zu Fuß weiterlaufen. Dankeschön. Vielen Dank.